Der FC Energie Cottbus kann sich genüsslich vor den eigenen Fans warm machen. Nach dem Heimrechtstausch sind die Männer vom FC Energie Gastgeber, die Gäste aus Grieschow, wollen dem Favoriten natürlich ein Schnippchen schlagen. Der Oberligist ist allerdings klare Außenseite. Die Stimmung im Stadion der Freundschaft sehr, sehr gut. Vor dem Spiel gibt es noch 1000 Euro Spende für beide Vereine. Und dann kann die Neuauflage des letztjährigen Finals auch bald losgehen. Die Heimfans natürlich auch sehr motiviert. Die Fahnen werden auch noch geschwenkt zu diesem besonderen Anlass. Und dann führt Schiedsrichter Toni Bauer die Männer auch auf den Rasen. Der ehemalige Bundesligist aus Cottbus, derzeit Erster in der Regionalliga Nordost. Und die Gäste aus Grieschow derzeit Zweiter in der Oberliga. Die Gäste in den blau-weißen Trikots. Letztes Jahr das Finale 0:2 gegen dieses Cottbus in Rot-Weiß verloren. Jetzt soll die Revanche klappen. Aber die Hausherren von rechts nach links reißen hier sofort das Spiel an sich. Das ist Hildebrand. Schöne lange Idee. Die Gäste in dieser Situation viel zu nachlässig in der Defensive. Und da kommt da plötzlich Wehling an den Ball. Der rutscht allerdings noch drüber. Erste richtig gute Abschlusssituation. Defensive sieht da nicht gut aus. Gerstmann tritt über den Ball. Wehling kann es nicht nutzen. Cottbus bleibt aber dran. Verliert dann allerdings hier unnötig den Ball in der Vorwärtsbewegung. Und das ist immer gefährlich. Pauling. Immer noch Pauling. Legt da in die Mitte, sucht seinen Kapitän an die Hebler. Aber der kommt nicht an das Spielgerät. Auch die Cottbuser Abwehr hier viel zu nachlässig. Da fehlen Zentimeter. Dann wieder die Gastgeber vom FC Energie. Und dann ist der Ball im Tor. Kurios. Das 1:0. Jonas Hildebrand überlupft da mindestens mal 4 Gegenspieler, feiert das Ganze in ruhiger, abgeklärter Manier. Und die Hinterreihe von Grieschow hier völlig indisponiert. 3 Mann können den Ball klären, inklusive Torwart. Die Abstimmung stimmt einfach nicht. Und dann steht es hier relativ früh 1:0. Den Fans gefällt's. Das ist nicht dieselbe Szene wie eben, sondern die nächste Ecke für den Tabellenführer der Regionalliga. Und diesmal ist es Wehling, der mit dem Kopf ran darf. 12 Minuten später. Und das war ein richtiges Tor in Stürmermanier. Wehling tankt sich da rein und besorgt das 2:0. Schleicht sich da ein Stück davon. Das reicht dieser nicht mal halbe Meter. Torwart Flug sieht da nicht gut aus. Zuordnung stimmt nicht. Und dann steht es hier 2:0 für den Favoriten, der weiter Druck macht, schon in der ersten Halbzeit das Spiel hier entscheiden will. Hoffmann. Und dann finden sie in der Mitte Ali Wissam Alpha, der hier aber nicht auf 3:0 stellen kann. Es wäre auch in der Höhe schon verdient gewesen für die Mannen von Klaus-Dieter Wollitz. Der Abschluss dann harmlos. Erik Hottmann nochmal mit dem Versuch. Grieschow völlig abgemeldet zu diesem Zeitpunkt. Es geht gar nichts beim Oberligisten. Wieder Alpha. Etwas zu eigensinnig für meinen Geschmack in dieser Szene. Glück trotzdem für Grieschow, dass sie nur mit 2 Toren zur Halbzeit hinten liegen, die Cottbus-Fans.
in bester Laune. Es winkt ja tatsächlich die dritte Liga, sollte Cottbus Erster werden in der Regionalliga. Geht es in die Relegation gegen Unterhaching, jetzt geht es aber erstmal rein in diese zweite Halbzeit. Und da muss Cottbus gleich aufpassen, denn dann ist Tobias Gerstmann. Und dann wird Torwart Alexander Sebald auch mal gefordert. Der Schlussmann der Hausherren. Nahezu beschäftigungslos gewesen im ersten Durchgang. Das ändert sich jetzt. Hebler steigt hoch. Und fast auch auf der anderen Seite ein Tor vom Mann mit der Nummer 11. Der Kopfball zu unplatziert. Auch da verschafft er sich super Platz. Cottbus nicht eng genug dran am Mann. Und dann aber vorbei am Kasten. Und dann legt der Regionalligist wieder zu. Und dann gibt es diese Situation. Handspiel von Jannis Fuchs im eigenen Strafraum. Und da weiß jeder Fußballfan, was da folgt. Klare Sache, richtige Entscheidung für mich von Schiedsrichter Toni Bauer. Der Elfmeter nur folgerichtig. Ein Fall für den Anführer, für Jonas Hildebrandt. Hildebrandt gegen Flug. Und dann steht es hier 3:0 in der 66. Spielminute. Das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich die Vorentscheidung. Für Hildebrandt Business as usual. Stark geschossener Elfmeter, Flug ohne Chance. Es kommt, wie es kommen muss. Der Favorit rollt hier über den Außenseiter drüber. Das ist wieder Hildebrandt. Legt er mal auf die Seite. Und dann dieser Schuss von Hottmann. Ein Stück am Kasten vorbei, da fehlt das Zielwasser. Mittlerweile ist es ein Schaulaufen für die Männer aus der Universitätsstadt, die Rot-Weißen hoch überlegen. Solide Flanke, die Annahme auch gut und dann steht es hier 4:0. Diesmal trifft er Erik Hottmann in der 89. Spielminute mit der Entscheidung hier im Pokalkracher. Die eigenen Fans und die eigene Qualität bringen Cottbus hier ins Finale. Schöne Flanke da von Österhellweg und dann Hottmann viel zu frei natürlich. Und dann ergibt sich am Ende dieses Ergebnis. 4:0 gewinnt der FC Energie Cottbus gegen den VfB 1921. Grischow steht hochverdient im Finale des Landespokals. Da geht es dann im Juni gegen den Ligakonkurrenten aus Luckenwalde. In der Liga muss man die Tabellenführung weiter verteidigen. Sollte man Erster werden, geht es dann in die Relegation gegen den Meister aus Bayern. Wahrscheinlich die Spielvereinigung Unterhaching. Das werden dann richtig heiße Matches. Aber jetzt erstmal voller Fokus auf das nächste Spiel am 2.5. gegen BFC Dynamo. Für Grischow geht es schon früher weiter. Am 29.4. treffen die Gäste auf Zorbau.